Ich vergesse halt immer, was ich sagen wollte, wenn unser Charakter hier losquatscht. Es kann sein, dass ich die entweder ganz normal in 15-Minuten-Parts oder ungefähr 15-Minuten-Parts hochlade, wie gewohnt. Ansonsten könnte es auch sein, dass ich die hier am Stück jeweils hochlade. Also immer den kompletten Bereich als ein Video. Da hinten ist ein Schiffswrack, da möchte ich gerne hin. Kann ich da hin oder ist das zu weit im Wasser? Da ist der Leuchtturm. Entweder ist das der Es ist zu weit im Wasser. Mist. Da hinten ist immer noch der Leuchtturm, der funktioniert. Und hier ist schon wieder einer, der kaputt ist. Oder ist das der? Bin ich jetzt einmal so um die Insel rumgelaufen in der Halbmondform? Kann natürlich auch sein. Hier ist auf jeden Fall eine neue Höhle. Gehen wir mal gucken. Ich bin jetzt den ganzen Weg am Fluss. Myself increasingly unable to find that point where the hermit ends and Paul and I begin. We are woven into a sodden blanket, stuffed into the bottom of a boat to stop the leak and hold back the ocean. My neck aches from staring up at the aerial. It mirrors the dull throb in my gut where I am sure I've begun to form another stone. In my dreams, it forms into a perfect representation of Lot's wife, head over her shoulder, staring along the motorway at the approaching traffic in a vacuum of fatalistic calm. Weiter geht's. Oh. Shiny. Was haben wir denn hier? Soll das hier wachsen oder hat das einer hingemalt? Das hat doch einer hingemalt, ne? Ja, das sollen keine Pflanzen sein. Schon wieder eine. Das ist die gleiche, die gleiche chemische Dingensbummens, die auch in dem Haus zu sehen war. Nur. Oh. Komm, hier liegen Klamotten rum. Dreckige zwar, aber das ist ja erstmal. Vor allem fein säuberlich zusammengelegt, aber. Ist das das mit den Knochen, was er gemeint hat? Haben wir das hier gemacht? Wahrscheinlich stellt sich am Ende raus, dass wir die Esther gekillt haben. Es ist so ein bisschen wie bei, nein, ich spoiler jetzt nichts, falls es jemand von euch nicht kennt. Aber in diversen bekannten Spielen der Firma Konami gibt es ja auch schon mal des Öfteren eine solche Wendung. Eine solche Wendung des, Spielverlaufs. Ich kann übrigens, solltet ihr solche, ich kann es einfach nur jedem ans Herz legen, und zwar solltet ihr solche Storys mögen. In denen also tatsächlich sich die komplette Sache einfach nur noch wandeln kann und wo man miträtseln kann bis zum Ende, wirklich spannende Sachen, dann kann ich euch sehr die Bücher, falls ihr Psychothriller mögt, von Sebastian Fitzek ans Herz legen. Einer meiner, also beziehungsweise mein absoluter Lieblingsautor. Und ja, bin da auch eher durch Zufall drauf gestoßen, da mich das erste Buch, was ich gelesen habe, von der Grundstory sehr an Silent Hill 2 erinnert hat, jetzt mal so abgesehen von der abgefuckten Stadt mit den Monstern und so, habe ich dann auch weitergelesen und auch andere Bücher von ihm gelesen. Und es ist also wirklich, kann ich nur empfehlen, wenn ihr sowas mögt. So ein bisschen, es ist nicht so poetisch wie das hier. Geht da eher ans Eingemachte, aber dennoch, einfach nur zu empfehlen, ja. Ich finde das Flüsschen hier gerade sehr schön. The vegetation here has fossilized from the roots up. To think they once grazed animals here, the remnants of occupation being evidence to that. It is all sick to death. The water is too polluted for the fish, the sky is too thin for the birds, and the soil is cut with the bones of hermits and shepherds. I've heard it said that human ashes make great fertilizer, that we could sow a forest from all that is left of your hips and ribcage, with enough left over to thicken the air and repopulate the bay. Eine sterbende Insel. Hier ist dieser Steinkreis, den er vorhin erwähnt hat.
Noch ein bisschen Chemie-Nachhilfe. Ob das für irgendwas wichtig ist? Ich meine, ich kann mir weder was notieren, noch kann ich irgendwas benutzen. Ich möchte mal da dem Bächlein folgen. Wenn ihr... ich habe ja hier Zeit zum Quatschen, wenn er nicht immer dazwischen redet. Dann kann man ja mal so ein bisschen über so ein Zeug reden. Wenn ihr solche Spiele, so wie das hier, also reines Exploration, reines sich aufhalten und eigentlich nichts tun, wenn ihr sowas mögt und mal eine andere Form von MMORPG ausprobieren wolltet, dann kann ich euch, wie heißt es denn jetzt? Irgendwas mit Forest, ja, jetzt wollte ich euch einen erzählen. Und Endless Forest, genau, Endless Forest empfehlen. Man spielt dort ein Reh oder ein Hirsch oder wie auch immer mit menschlichem Gesicht. Es ist am Anfang ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber es hat was. Es ist interessant gemacht. Also wir haben, als wir es das erste Mal ausprobiert haben, uns dann stundenlang da drin aufgehalten, obwohl da im Grunde nichts passiert. Interessant ist, dass einem jegliche Möglichkeit fehlt, mit den anderen Spielern zu kommunizieren, außer über Gesten und Mimiken, also wirklich über Emotes. Und das hat das Ganze sehr interessant gemacht, muss ich sagen. Und man beginnt als kleines Rehkitz, wenn man sich dort registriert. Und wächst nach einem Monat dann heran zu einem großen Reh und kann dann halt auch sein Aussehen ändern in Form von magischen Masken, und die man sich aber nur gegenseitig schenken kann. Also, wenn ihr sowas mögt... Ich werde vielleicht auch mal, weil mich das Spiel selber ziemlich interessiert, The Path anspielen. Mhm, jetzt lädt's hier. Auch von der gleichen Firma wie Endless Forest. Und vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, wo man einfach nur eine Art Rotkäppchen-Story spielt und als Mädchen etwas zum Haus der Großmutter bringen muss. Und dabei bleibt es einem überlassen, ob man einfach nur der Straße folgt. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses and have cross-referenced them within a millimeter using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turnoff for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rearview mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Die Musik ist übrigens sehr schön. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ist das ein Spiel, da spielt man, wie gesagt, eines von, ich weiß es jetzt nicht genau, 6 kleinen Mädchen oder so. Und hat halt die Möglichkeit, dem Pfad einfach nur zu folgen, zum Haus der Großmutter zu gehen. Oder sich vom Pfad zu entfernen. Und das stößt dann wohl auf diverse Events, die abhängig von dem gewählten Mädchen, das man spielt, variieren können. Und die... auch halt Thematiken aufgreifen, wie zum Beispiel Kindesmisshandlung und Brutalität und sowas. Also die sind jetzt nicht, das Spiel sieht anders aus, als man das dann erwarten ließe. Auch das ist nichts Gruseliges oder so, es hat mehr was von einfach mal hingehen, angucken, drüber nachdenken. Finde ich dennoch ganz interessant und war halt auch schon länger mal im Überlegen, ob ich das vielleicht mal als Let's Play mache. Könnt ihr ja mal Feedback geben, ob ihr das gerne sehen würdet oder nicht. Weil ich gerade im Moment Last Remnant ist noch in der Mache auf jeden Fall, wird sich aber etwas ziehen, da fehlt mir einfach gerade spontan ein bisschen die Lust zu, und nach Grey Matter habe ich noch nicht wirklich gefunden, was ich machen möchte. Ja. Und wie gesagt, solche kleineren Projekte für zwischendurch sind vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Also mit ein bisschen mehr Sonnenschein wäre ich jetzt hier tatsächlich gerne selber unterwegs. Ich finde es ziemlich cool. Hier haben wir einen alten Tanker. Oder ein Frachtschiff. Ein Schoner? Was ist überhaupt ein Schoner? Ich kenne mich mit Schiffen nicht so wirklich aus, dafür, dass ich es gerne würde. Auf jeden Fall ist die Fracht hinüber.
Die haben den Leuchtturm wohl nicht richtig gesehen. Tja, ja, ja. Können wir irgendwie auf das Schiff drauf? Hier irgendwo? Hm. Da hinten ist noch ein Leuchtturm. Gut, dann kann man hier also anscheinend nicht weiter. Ich bin gespannt, wie sich das bemerkbar macht, dass das hier eine Geistergeschichte sein soll. Das steht zumindest auf der offiziellen Homepage so. Oh. Ja. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Aha, Esther wurde also bei einem Unfall getötet und wir wandern hier auf einem unserer Nierensteine herum. Nein, aber Es sieht aus, als würde da oben jemand an der Klippe stehen und runtergucken, aber das ist wahrscheinlich nur wieder einer von diesen komischen Felsen, die hier überall herumstehen. Gehen wir mal gucken. Dafür sind wir ja hier. Ich merke schon, der Teil wird doch wahrscheinlich einen Ticken länger. Das heißt, ihr werdet das hier wahrscheinlich in 15-Minuten-Parts zu sehen kriegen. Mal gucken. I've begun to wonder if Donnelly's voyage here was as prosaic as it was presented. How disappointed not to have found the bones of the holy man. No wonder he hated the inhabitants so. To him they must have seemed like barnacles mindlessly clinging to a mercy seat. Why cling so hard to the rock? Because it is the only thing that stops us from sliding into the ocean. Into oblivion. Hier geht's nicht weiter. Tja, ja. Das wird ja lustig, sich Namen für die Parts auszudenken. Ich würde den Part trotzdem jetzt gerne durchspielen. Weil ich auch nicht weiß, wie man hier spart. Kann man hier theoretisch... Nein. Man kann theoretisch nicht speichern. Praktisch wahrscheinlich auch nicht. Tja, vielleicht speichert der automatisch, sobald man einen Teil hier erkundet hat. Was allerdings ziemlich lange dauern würde. Finde ich, für so ein Auto speichern. Oder wenn man das Spiel verlässt. Ich möchte es jetzt nicht ausprobieren. Vor allem... Wo will ich hin? Ich gehe jetzt mal da oben hoch. Kam ich hier ursprünglich runter? Ich weiß es nicht mehr. Muss mal eben gucken hier so. Nee, ich kam von der anderen Seite irgendwo. Der Blick auf das Schiff war ein anderer. Oh nein, hier geht's nicht. Doch, geht's. Komm schon. Da kann man doch hoch. Mist, da ist das Gestrüpp im Weg. Das ist ja wohl nicht wahr. Was nun? Dann kann ich ja nur dahin, wo ich gerade hergekommen bin. Also hier wieder runter.
wenn man dann mal überlegt, das ist so ein Spiel. Ich finde das immer interessant, was man mit den Engines alles anstellen kann. Gerade Half-Life und es gab doch noch ein Spiel, auf dem unheimlich viele... Oder war das dann auch Half-Life? Also es gibt ja auch ziemlich viele Horrorspiele zum Beispiel, die auf den Sachen dann aufgebaut wurden und so. Da gibt es ja dieses, wie heißt das, Albtraumhaus oder Nightmare House oder was auch immer. Ein Silent Hill 2 Fangame gibt es übrigens auch, was ziemlich cool war. Obwohl es mich da echt... ich bin dann immer so jemand, wenn es dann so hektisch und panisch wird, dann komme ich meistens an den Punkt, dass ich es dann einfach nur Rage quitte oder Shit quitte in dem Moment. Weil ich da, also ne, wenn man dann dem Pyramid Head in einem dunklen Flur begegnet, es gibt schon Schöneres, was ich mir vorstellen kann. Nichts gegen Pyri. Wir lieben Pyri, aber... When I first looked into the shaft, I swear I felt the stones in my stomach shift in recognition. Das sind ja interessante Nierensteine, die du hast, auf jeden Fall. Ah, hier kann man dran vorbei. La la li. Da unten ist irgendwie Teer oder Wasser. Auf jeden Fall ist es so dunkel, dass man es nicht sehen kann und es blubbert. Und außerdem kommen komische Geräusche aus dem Loch. Meh. Hier ist aber wirklich hier nichts, ne? Kein Tier. Also dafür, dass hier noch so viele Pflanzen stehen, die ja auch noch nicht so furchtbar vertrocknet aussehen. Da oben ist ein Haus. Das ist jetzt aber nicht das, wo ich schon war, oder? Nee, sieht nicht so aus. Dann bewegen wir uns mal dahin. Oh. I've begun my ascent on the windless slope of the western side. The setting sun was an inflamed eye squeezing shut against the light shone in by the doctors. My neck is aching through constantly craning my head up to track the light of the aerial. I must look downwards, follow the path under the island to a new beginning. Was zum Teufel?